Morgen, Muffel, aufgepasst! Hallo, ich bin Marco für AuthenticGermanLearning.com und heute möchte ich dir einen Tipp geben, wie du am Morgen besser aufstehen kannst. Erstmal möchte ich erklären, was ein Morgenmuffel ist. Was ist ein Morgenmuffel? Ein Morgenmuffel ist jemand, der am Morgen ungern aufsteht. Ein Morgenmuffel ist jemand, der morgen nicht mag. Ja? Also Morgenmuffel. Ja? Er ist ein Muffel, was morgen angeht. Ja? Muffel wird, soweit ich weiß, eigentlich auch nur in diesem Zusammenhang gebraucht oder selten. Es wird sehr selten gebraucht. Aber in dem Wort Morgenmuffel wird dieses Wort gebraucht. Ja, also ein Morgenmuffel ist jemand, der morgen nicht mag und jemand, der gerne früh aufsteht oder auch nur jemand, der morgens früh aufsteht, das ist ein Frühaufsteher. Ja, wir haben auf der einen Seite den Morgenmuffel und auf der anderen Seite den Frühaufsteher. Und ich möchte dir einen Tipp geben, wie du, selbst wenn du ein Morgenmuffel bist, ein Frühaufsteher werden kannst. Zum einen ist da der Miracle Morning, der Wundermorgen, über den ich in anderen Videos schon gesprochen habe. Und dann ist da noch dieser Tipp, den ich letztens gehört habe. Okay, wir können es üben, morgens aufzustehen. Ja, wir sind darauf trainiert, dass wir, also wenn du ein Morgenmuffel bist, dann hast du dich selbst darauf trainiert, den Wecker zu hören und dann den Wecker auszuschalten, sodass er später nochmal spielt. Ja, das, du stellst den Wecker auf eine spätere Zeit. Ja, es gibt leider kein gutes Wort im Deutschen für Snooze, aber auch wir Deutschen stellen manchmal unseren Wecker auf später. Oder wir schlummern. Das kann man schon sagen im Deutschen. Wir schlummern unsere Wecker. Und viele Leute, die nutzen die Schlummerfunktion von ihrem Wecker und dann klingelt der Wecker in 10 Minuten noch einmal und dann drücken sie nochmal drauf und dann ist es noch 10 Minuten später. Und das ist eine Assoziation, die wir haben. Ja? Das ist eine tiefsitzende Assoziation oder eine Gewohnheit, die wir haben. Okay, Wecker klingelt, Schlummerfunktion. Was wir jetzt machen können, ja, und das ist ein interessanter Trick, was wir machen können, ist, es ist mitten am Tag, okay, und du entscheidest dich, dass du früh aufstehen möchtest. Du stellst dir einen Wecker, ja, und ich empfehle wirklich jeden Tag zur selben Zeit aufstehen. Das ist, also für mich ist das total hilfreich. Ja. Mir hilft das sehr, morgens früh aufzustehen und wirklich einen guten Schlafrhythmus zu haben. Ja. Jeden Tag zur selben Zeit. Ja. Du hast dir deinen Wecker gestellt, aber es ist noch mitten am Tag. Es ist jetzt vielleicht nachmittags oder mittags oder so und du möchtest das üben. Okay, du möchtest die neue Gewohnheit üben, rechtzeitig aufzustehen. Und was du machen kannst, ist Folgendes. Du kannst deinen Körper darauf trainieren, indem du dich, wie gesagt, es ist noch mittags, okay, und du legst dich in dein Bett, tust so, als ob du schlafen würdest, okay, du tust so, ja, du stellst dir das nur vor, ja, du tust so, als ob du schlafen würdest, du stellst deinen Wecker auf in einer Minute und dann legst dich schlafen, ja, du tust nur so und dann klingelt der Wecker und dann stehst du auf, du gehst aus deinem Bett, also du stehst aus deinem, sorry, nochmal, du stehst auf, ja,
Du bist nicht mehr in deinem Bett und dann schaltest du den Wecker ganz aus. Und dann machst du das Ganze nochmal. Du legst dich in dein Bett, der Wecker klingelt, du stehst auf, machst den Wecker auf. Und nochmal, du gehst in dein Bett, der Wecker klingelt, du stehst auf und machst den Wecker auf. Und das machst du 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Und dann am nächsten Morgen hast du diese Routine schon geübt. Am nächsten Morgen machst du genau dasselbe, was du am Tag geübt hast. Der Wecker klingelt, du stehst auf, machst den Wecker aus und dann kannst du den Tag starten, ja? Einfach, also die Idee ist wirklich einfach, diese Gewohnheit zu üben, ja? Denn wenn du es nur am Morgen machst und es ist schwer für dich, am Morgen die Energie dazu zu haben, dann kannst du es auch mitten am Tag üben. Und vielleicht fühlt sich das ein bisschen lächerlich an, aber es kann dir sehr viel Zeit sparen. Ja? Du sparst all die Zeit, die du immer mit Schlummern verbringst, sparst du. Und ja, es ist einfach, der Trick ist einfach, diese neue Gewohnheit zu üben. Ja, obwohl die Situation so ist, dass es mitten am Tag ist und dass du nicht schläfst, kannst du es trotzdem üben. So, und jetzt kommen die ganzen Geräusche und ich denke, ich habe das Konzept lange genug erklärt. Falls noch etwas unklar geblieben ist, dann sagen wir Bescheid und wie immer, bis morgen. Tschüss!